Ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser kleinen Übung für ein bisschen eine freiere, leichtere Atmung. Mein Name ist Bella, ich bin Bewegungspädagogin in der Franklin-Methode. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr diese Übung tatsächlich schon. Aber es gibt ja auch viele, die nicht auf Instagram sind. Und euch möchte ich diese wunderbare kleine Übung nicht vorenthalten. Es geht uns heute nämlich um unsere Scaleni-Muskeln. Die Scaleni-Muskeln helfen uns bei der Atmung, sind wichtige Atemhilfsmuskeln. Und sie sind hier seitlich am Hals. Wie können jetzt Halsmuskeln bei der Atmung helfen? Das ist ganz einfach. Wir haben ja unseren Brustkorb und die ganzen Rippen und unser Brustbein sind ja nicht ganz leicht. Und damit die ein bisschen angehoben werden, unser ganzer Brustkorb angehoben wird bei der Einatmung, helfen die Scaleni, ziehen unseren Brustkorb, unsere oberste Rippe hier nach oben, damit unsere Lunge Platz hat und sich ausweiten kann. Und um die Scaleni wieder ein bisschen zu motivieren, ihre Aufgabe gut zu erfüllen, habe ich jetzt diese kleine Übung für euch. Wir suchen uns erstmal so ganz grob den Ort, wo die Scaleni sind. Und zwar können wir so ein bisschen hinter diesen Sternocleidomuskel, Namen müsst ihr euch nicht merken, aber den spürt ihr gut, wenn es so den Kopf nach vorne tut und so ein bisschen hin und her, dann spürt ihr hier diese dicken Muskelstränge. Merkt ihr das? Wenn man so vor, da kommt so ein dicker Muskelstrang. Und da legt ihr die Finger dahinter, also hinter diesem Muskel hier auf die Seite. Nicht zu weit hinten, da seid ihr zu weit hinten, sondern da, wo man so ein bisschen tiefer reinkommt, wo man das Gefühl hat, man kommt ein bisschen tiefer in die Tiefe rein, eher vorne. Vorne seitlich. Und dann atmen wir erstmal ein paar Mal ein, ohne, wir halten nur mal die Finger hier. Einfach zwei, dreimal einatmen. Ganz locker, ganz normal. Und bei der nächsten Einatmung streicht ihr mit den Fingern hier nach oben ab, seitlich. Bei der Ausatmung wieder locker lassen, die Finger wieder runternehmen, unten ansetzen. Bei der Einatmung nach oben streichen, locker, runter, einatmen nochmal, nach oben. Probieren wir mal das Gegenteil, was dann passiert. Streicht mal mit der Einatmung von oben nach unten. Das ist ganz komisch, oder? Könnt ihr da noch atmen? Nein, man kann gar nicht mehr gut atmen, genau. Also unterstützen wir die Scaleni nochmal für zwei, drei Atemzüge, dass sie ihre Aufgabe in unserem Atemrhythmus gut erfüllen und streichen nochmal mit der Einatmung nach oben. Dann nehmt die Hände wieder runter. Kann sein, dass ihr euch danach auch ein bisschen aufgerichteter fühlt. Atmung entspannt sowieso immer, was immer ein guter Nebeneffekt ist. Wenn ihr mehr über euren Atemrhythmus kennenlernen wollt, das Zusammenspiel aus Zwerchfell, Bauchmuskeln und Beckenboden, aus Brustkorb und eben den Scaleni-Muskeln und noch anderen Strukturen im Körper, unsere Lunge zum Beispiel, dann schaut sehr gern bei meinem entspannten Zwerchfell Glückliche Lunge und freie Atmung Kurs vorbei. Den gibt es auch online. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese kleine Übung gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen dazu habt. Und wir sehen uns im nächsten Video.